schon da. So, wir kommen jetzt zu den Details von der Haiyan Shodan. Erinnert euch bei den Wendungen, bei der Startbewegung an die Taikyoku Shodan. Das bleibt genau gleich. Nur hier sind drei Teile wichtig, die auch anders sind wie in der Taikyoku Shodan. Ist einmal der Kenzuichi, der Hammerschlag. Deswegen die abgedrehte Körper. Als nächstes gegen Handfassung oder gegen Kyamotsuki. Das ist den Unterarm drehen wie Nagashiyuki. Herziehen gleichzeitig. Eng am Körper vorbei, am Kopf vorbei, und wenn der Arm nach unten geht, geht der Körper nach vorne, die Hüfte schließt sich langsam, und wenn er auftrifft, wird weggedreht. Nummer 2, Agishuto, aus dem Gedanbarei, öffnen, und jetzt der Schritt vorwärts, das gilt für alle drei Techniken. In dem Augenblick, wo sich das vordere Knie bewegt, geht der hintere Ellbogen nach hinten, jetzt. Wenn der Fuß aufsetzt, ganz eng am Körper vorbei, vorne das Kreuz und dann den Knie nach vorne, Spannung nach außen aufbauen. Das gilt für alle drei Techniken. Und das letzte, das ist wahrscheinlich das schwierigste, Shuto, 4 Shuto Uke. Das erste ist Shuto Uke, ein Block. Das zweite ist Shuto Uchi, der Gegenangriff. Beim Block wird die Hüfte mitgedreht. Und im letzten Augenblick weg. Beim Shuto-Uchi wird die Hüfte lang nach vorne, im letzten Augenblick weg. Dasselbe nach rechts. Hüfte mitnehmen. Und Hüfte weg. Und ja. Wir kommen zur Anwendung der Haiyan Shodan, also Bunkai. Und zwar die erste Technik ist der Hammerschlag, also Kenzuyuchi. Den zeigen wir euch in drei Variationen. Denn Bunkai ist ja frei wählbar, das heißt auch die Angriffs- und die Verteidigungstechniken können leicht variieren. Wir zeigen so katanal wie möglich. Als erstes, wenn der Partner oder der Gegner deinen Arm ergreifen möchte, dann zieht er den einfach weg und schlägt zur Nase zum Beispiel. Nummer 2. Der Angreifer macht Oizuki Chudan. Jetzt gehen wir nicht wie in der Kata nach vorne rechts, sondern wir gehen links zurück, also den Angriff weg. Der Arm wird gefasst vom Partner. Und jetzt ziehen wir original raus, wie wir der Kata den Arm leicht nach innen drehen. Und jetzt schauen wir zum Schlüsselbein. Und als drittes, das ist dann etwas mehr für die Oberstufe gedacht, der Angriff ist Maigiri mit links, gefolgt von einem Kyakutsuki und von einem Chunzuki, also Maigiri Rentsuki. Maigiri Ichi wieder weggehen. Den Kyakutsuki blocken mit Nagashiyuki und den Chudanzuki auf den Arm, also das ist der knapp unterhalb des Ellbogens, ist ein ganz empfindlicher Muskel, der hier getroffen wird. Das ist die Anwendung zu dem Kenzuyuchi, zum Hammerschlag. Wir kommen zur zweiten Anwendung. Gedanbarei nach unten, offene Hand, also Age Shuto nach oben und Agiuki. Der Gegner greift wieder an. Mit Maigiri und Chodanzuki, Nummer 1. Jetzt kommt ein Wechselschritt, Arm fassen und unter die Kehle zum Beispiel. Das kann man auch, wenn der Gegner viel größer ist und du als Verteidiger kleiner, kann das auch unter die Achselhöhle rein sein. Als zweites, ja, die etwas fortgeschrittenere Variation, ist der Angreifer greift wieder an. Maigiri, Oizuki, Chodan. Dieselbe Abwehr. Und jetzt anstatt den Wechselschritt nach vorne greift der Gegner nochmal an mit Oizuki, nicht gehe rückwärts mit Agiuki Kyakutsuki. Ja,
In der Kata zeigt man den Agyuki im Vorwärtsgehen, aber so kann man es auch üben mit Partner. Der dritte und letzte Teil der Heian Shodan Bunkai sind die Shutoki. Ihr müsst davon auch wissen, die erste Technik ist die Abwehr, also Shuto Uke. Die zweite Technik heißt Shuto Uchi, ist der Gegenangriff. Also erste Variation, wenn der Gegner von der einen Seite angreift, Angriff Oizuki Chudan. Jetzt gehe ich weg, direkt am Handgelenk blocken, fassen, Fußwechsel, Schritt vorwärts, der Gegenangriff zum Hals, die Shuto Uchi. So stehen wir auch in der Kata. Jetzt derselbe Partner geht auf die andere Seite rüber. Jetzt kommt in die andere Richtung. Der Angreifer greift wieder rechts an, andere Variation. Der Angriff wird wieder am Handgelenk abgewehrt. Jetzt ist es von außen. Jetzt kommt der Schritt nach vorne und ein Feger bzw. ein Wurf, der geht zum Hals. Ja, den kann man dann bis zum Boden ausführen. Das ist die zweite Variation.